Das Wertvollste, das wir einem Menschen schenken können, ist kein Spielzeug, kein Schmuck und auch nicht das neueste Smartphone. Das Wertvollste, das wir einem Menschen schenken können, ist unsere Zeit. Wie wir heute schon gehört haben, liegt die Lebenserwartung in Österreich durchschnittlich bei 81,3 Jahren. Das sind ca. 29.700 Tage. Wie nutzt du deine Lebenszeit? Mit Arbeiten, Studieren, Schule gehen? Wie verbringst du deine Freizeit? Auf der Couch, Reisen, Unternehmungen mit Freunden, Familie oder dem Partner? Mal angenommen, du hast nur noch 2 Tage lang zu leben. Wie nutzt du deine verbleibende Zeit? Hast du erreicht, was du dir als Ziel gesetzt hast? Unsere Welt wird immer schnelllebiger. In den letzten 200 Jahren hat sich unser Lebenstempo verdoppelt. To-Do-Listen werden immer länger, trotz Erledigung. Ständig sollen wir erreichbar sein und alles soll gleichzeitig geschehen. Wir sind einer Informationsflut und einer Vielzahl von Wahlmöglichkeiten, Wahl- und Entscheidungsmöglichkeiten, Anforderungen und Veränderungen in Freizeit, Beruf und Kommunikation ausgesetzt. Stell dir folgende Situation vor. Du bist Manager in einem Unternehmen. Das Geschäft läuft super und du hast viele Aufträge. Aber mit den vielen Aufträgen kommt auch der Stress. Stundenlanges Arbeiten nach Feierabend und fast nie zu Hause sein ist für dich zur Realität geworden. Deine Familie wohnt circa 20 Minuten von dir entfernt. Dadurch, dass du so viel beschäftigt bist, vergisst du oft auf deine Eltern und deine Geschwister. Dein Bruder ruft dich zwar regelmäßig an und fragt, ob ihr etwas unternehmt, doch meistens sagst du ab und stürzt dich wieder in deine Arbeit. Deine Mutter hast du schon seit 3 Monaten nicht mehr gesehen. Auch ihr hast du immer wieder abgesagt. Und deine Freunde, die haben schon längst aufgegeben, sich bei dir zu melden. Als du wieder einmal total vertieft in deine Arbeit bist, bekommst du schon den 3. Anruf von deiner Schwester. Vom schlechten Gewissen gedrückt, hebst du endlich doch ab und erfährst, dass deine Eltern einen Autounfall hatten. Was ist dein erster Gedanke? Dass Menschen auf ihre Familie und Freunde vergessen, weil sie zu viel arbeiten, kommt nicht nur in meiner Geschichte vor. Das ist für viele Menschen Realität. Die Menschen stehen unter Dauerstress und werden Schritt für Schritt zum Workaholic. Es entsteht das Gefühl, Erwartungen erfüllen zu müssen, und zwar jetzt. Aber mit dieser Lebensform vereinsamen wir. Wo bleibt in dem ganzen Alltags- und Freizeitstress das Abschalten und Pause machen? Vergessen wir nicht oft das Wichtigste im Leben, nämlich sich Zeit nehmen für die Personen, die einem am Herzen liegen. Freunde, Familie, Partner und am wesentlichsten Zeit für sich selbst. Eine Möglichkeit, der Schnelllebigkeit für einen kurzen Moment zu entkommen, ist zum Beispiel spazieren gehen, Radfahren, die Natur genießen. Alle elektronischen Geräte wie Handy, Fernseher, Computer und PlayStation abschalten. Nicht ständig erreichbar sein müssen. Gemeinsame Aktivitäten starten, wie Gesellschaftsspiele spielen, Ausflüge planen, Freunde, Verwandte besuchen. Die Erinnerungen, die wir durch das Erleben mit anderen Menschen erwerben, bleiben einen ein Leben lang. Ich
werde nie vergessen, wie ich mit meiner Schwester und meiner Kindheitsfreundin immer draußen herumgekraxelt bin. Oder wie wir im Europapark mit der größten Achterbahn gefahren sind und die Angst gemeinsam überwunden haben. Auch wichtige Erinnerungen für mein Leben sind zum Beispiel, wie ich mit meinem Freund am Gipfel der Zugspitze stand und die wunderschöne Aussicht und das Gefühl, gemeinsam etwas geschafft zu haben, genossen habe. Mit der besten Freundin herzhaft lachen, die gemeinsame Zeit genießen und wissen, es ist jemand für einen da, wenn etwas nicht so läuft, wie man es sich vorstellt. Oder mit meinen Geschwistern zusammen sein. Familie ist für mich immer ein Ort, um Lebensenergie und Kraft zu tanken. Ohne solche Erinnerungen haben wir später nichts über unser Leben zu erzählen. Wie Julia Engelmann in ihrem Poetry Slam sagt, eines Tages werden wir alt sein und an die Geschichten denken, die wir hätten erzählen können. Es werden traurige Konjunktionen sein wie, einmal wäre ich fast einen Marathon gelaufen und einmal wäre ich fast, bis die Wolken wieder lila waren, wach gewesen. Und einmal hätten wir uns fast gesagt, wie viel wir uns bedeuten. Es bleibt bei dir selbst, wie du deine Lebenszeit verbringen möchtest und was für Geschichten du später über dein Leben erzählen möchtest. Einen Satz gebe ich dir aber mit. Nehmen wir uns die Zeit für Familie und Freunde, bevor uns die Zeit Familie und Freunde nimmt.